Hallo, mein Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Monis Magical Vlog. Ja, was soll ich sagen? Die Sonne scheint. Es ist zwar etwas kalt draußen. Ich muss sagen, ich finde mich heute echt attraktiv. Aber das ist irgendwie so, wenn man sich jetzt nur noch einmal die Woche wirklich aufstylt, denkt man so: Wow! Ne? Die ganze restliche Woche laufe ich eigentlich rum wie ein Schlumpf, wenn ich im Homeoffice bin. Und ja, ich hatte heute Morgen schon einen Termin. Und zwar, jetzt muss ich mich mal kurz setzen. Ja, ich hatte heute Morgen einen Friseurtermin, aber ich habe noch nichts machen lassen. Das war nur die Besprechung, weil ich hatte gestern angerufen und gefragt nach dem Termin. Da habe ich gesagt, ja, ich würde gerne meine Haare mit der Balayage-Technik färben. Hat sie gesagt, ja, da ich ja nicht da war, ich möchte erstmal deine Haare sehen und dich beraten und einen Kostenvoranschlag machen. Ja, und ich dachte, ich habe doch schon Angst bekommen, Kostenvoranschlag. Ja, da war ich dann heute Morgen, deswegen habe ich mich ein bisschen schicker gemacht, dachte ich, komm und du hast eh, ich muss eh noch Haul drehen heute und wollte Insta-Stories machen. Deswegen komm, mach's dich halt mal fertig und deswegen finde ich mich heute schon sehr attraktiv. Ja, zum Kostenvoranschlag, also wie gesagt, Balayage, ich möchte unten heller haben als oben, also oben wird noch ein Ticken dunkler sozusagen noch. Und unten wird es dann blondiert, aber am Ende soll es so ein hellbraun werden. Also ich möchte nicht blond werden unten, das geht auch nicht, meinte sie. Also sie hat mich echt gut beraten, sie meinte, du hast so dunkle Haare, das wird nicht blond, außer du musst sie wirklich krass blondieren und das würde die Haare schädigen. Dann benutzt sie auch noch so Pflegezeug beim Blondieren, das heißt, die Haare werden nicht so krass beschädigt. Ja. Und es würde um die 250 Euro kosten, ein bisschen mehr vielleicht, kommt drauf an. Aber Styling und Haarschnitt ist dann schon inklusive. Und sie schneidet die Haare mit einer heißen Schere. Es soll wohl Spliss reduzieren. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich mache es jetzt. Mein Termin ist aber erst im April, weil ich nur samstags kann. Weil der Termin, das ganze Prozedere, meinen Haaren wird um die 5 bis 6 Stunden dauern. Also ich muss sehr viel Zeit mitbringen und da ich unter der Woche bis 5 arbeite und der Friseur nur bis 8 offen hat, kann ich das nur samstags machen. Jetzt fängt sie an zu bimmeln. Moment, wenn man eine Story aufgenommen hat, ne, und dann geht's rund. Ja, genau. Also April wird dann zum Friseur. Ich zeige euch natürlich dann vorher nachher. Aber ich freue mich mal wieder was anderes zu machen. Normalerweise gehe ich ja immer nur zum Friseur, um die Spitzen zu schneiden und mache nichts viel und färbe mir die Haare oder meine Freundin färbt mir die Haare immer dann privat, ne, mit so einer Packung aus der Drogerie. Also dachte ich, komm, der Sommer kommt, der Frühling kommt, machst du mal was Ordentliches mit deinen Haaren. Und ja, mit der Länge, ich habe ja schon relativ lange Haare bekommen. Mein Traum war es immer so Haare bis zur Brust. Ist ja jetzt fast gut, jetzt wird nur ein Stück wahrscheinlich abgeschnitten. Aber ja, mit meiner Haarlänge ist es halt teuer und dauert und ja. Aber das nehme ich jetzt mal in Kauf. Und ja, jetzt bin ich wieder zu Hause. Habe gerade, wie gesagt, Stories aufgenommen, weil mein Vorsatz für dieses Jahr ist diese Woche leider gebrochen worden. Ich habe einiges bei Shop Disney bestellt, weil es gab die, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man das ausspricht, diese Walt Disney World Kollektion. Ich werde es auch im Haul nochmal genau zeigen, aber ich kann euch schon mal einen Sneak Peek geben. Und zwar hier diese Walt Disney World Attraktion Snack Kollektion. Steht da drauf, wie man den nennt? Nö. Muss jetzt einen Zettel suchen. Auf jeden Fall gab es Geschirr, gab es Kunstpflanzen, auch eine Decke. Ich muss sagen, ich muss ein bisschen selbst in den Arsch beißen, dass ich da zugeschlagen habe. Aber die ist wirklich sehr, sehr schön. Wie gesagt, kommt dann im März-Haul. Das komplett, ich möchte jetzt nicht alles zeigen. Sonst guckt ihr ja meinen März-Haul nicht, ne? Das wollen wir ja nicht. Ja, das habe ich aber gerade schon in der Story gezeigt, also und ein Reel gemacht. Also wenn ihr die Sachen sehen wollt, schaut einfach mal Instagram in meinen Reels nach. Die Decke könnte ich euch auch noch zeigen. Da, schaut mal, wie schön. Ja. Eine sehr, sehr kuschelige Decke und die Decke, die ich hier auf der Couch habe, die nur grau ist, wollte ich jetzt zu meinem Freund mitnehmen irgendwann, wenn ich mal wieder in die Schweiz war, damit, weil er hat keine richtige große Decke, wo wir beide drunter passen und die passt. Und deswegen nehme ich die mit, dann kann die auf die Couch. Clever, ne? Ja, die Sachen habe ich, wie gesagt, gezeigt. Ansonsten muss ich mir jetzt was zum Frühstücken machen. Und ich wollte so Eier, Toast-Eier-Bacon-Muffins machen.
Was haltet ihr davon? Soll ich euch das zeigen? Zuerst, übrigens irritiert euch nicht, das ist mein Lippenstift-Test von gestern. Zuerst Backofen auf 160 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Dann braucht ihr Muffinförmchen, die sehen noch nicht so toll aus mehr. Ich brauche immer mal ein neues Förmchen. Die müsst ihr jetzt mit Öl sozusagen auspinseln. Ne? Habe ich hier einen Pinsel? Einmal mit Öl auspinseln. Man braucht 4 Toastscheiben. Die liegen bereits hier. Die muss man jetzt mit einem Nudelholz flach rollen. Das sind so die ersten Schritte. Und das tue ich jetzt. So, die Toastscheiben sind jetzt flach gedrückt. Die soll man jetzt hier in diese Mulden drücken. Vorsichtig. Und dann mit Senf bestreichen. Das mache ich jetzt erstmal mit einer Hand. Das ist ein bisschen schwierig. Also, wenn ihr den Toast mit Senf bestrichen habt, sollt jeweils eine Scheibe Bacon rein. Frühstücksbacon. Und den soll man eigentlich mit Thymian jetzt bestreuen. Ich habe kein Thymian, deswegen nehme ich einfach Kräutersalz. Das ist nicht das selber. Ich könnte auch jetzt Pizzagewürz nehmen, aber ja, das soll noch ein bisschen Würze geben. Und dann schlagt ihr jeweils ein Ei in jedes Muffinförmchen oder in jedes Toastbrot. Und das wird dann 25 bis 30 Minuten gebacken, bis das Ei gestockt ist. Und dann gibt es Frühstück. Also ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, dass die 25 bis 30 Minuten in den Ofen müssen. Ich hatte jetzt 25 Minuten drin. Und das ist das Ergebnis. Und das probiere ich jetzt mal. Ich bin sehr gespannt, ob mir das schmeckt. Bevor ich euch meine Roomtour endlich mal filme, ja, meine Wohnung ist, würde ich sagen, zu 95% fertig. Hier und da steht nur was rum, aber ich wohne ja auch in keinem Museum oder in keinem Möbelhaus. Aber bevor ich euch die Roomtour zeige, möchte ich euch noch etwas anderes vorstellen. Ich habe ein Paket von Divoom bekommen. Und zwar mit diesem tollen Teil. Das ist der D2 Plus. Und was der alles kann, das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr auch nochmal ein sehr schönes Bild von dem D2 Plus. Das ist halt so eine Geschenkverpackung. So sieht er aus. Der wird in einer ganz, ganz tollen Travelbox sozusagen. Also wenn man irgendwo hinverreist, kann man den ganz gut da reinpacken. Der kommt in einer so tollen Box an. Gibt es natürlich auch in verschiedenen Farben. Weiß, rosa, grün, ja, alle möglichen Farben. So sieht das tolle Teil aus. Ich habe es natürlich schon vorher mal ausgepackt, um zu testen, was es alles so kann. Das tolle Teil, deswegen ist auch keine Schutzfolie mehr drauf und ist auch schon aufgeladen. Und ich würde sagen, wir schalten ihn mal ein. Ja, ihr seht schon, das Bluetooth-Zeichen, das ist auch direkt schon mit meinem Handy verbunden. Das habe ich bereits getan. Deswegen zeige ich es auch jetzt die aktuelle Uhrzeit an. Ansonsten ist es eigentlich ein Bluetooth-Lautsprecher mit ganz vielen anderen tollen Funktionen. Wie schon erwähnt, mein Handy ist mit dem Teil verbunden. Ihr könnt das Teil aber auch komplett ohne Bluetooth-Verbindung benutzen. Er hat auch einen Rad, also er kann auch Radiosender abspielen, wenn ihr jetzt keine Musik vom Handy abspielen wollt. Ihr könnt aber auch eine Micro-SD-Karte hier in den Schlitz reinpacken. Und darauf Musik spielen, also nicht zwingend notwendig, das Handy mit dem Ding hier zu verbinden, was ich auch immer sehr praktisch finde, wenn man jetzt in seltenem Fall kein Handy dabei hat. Bei mir eher unmöglich. Ansonsten, ja, ihr seht, es ist klein, kompakt, sehr Retro-Style mit den Pixeln. Er hat auch mechanische Tasten, wie man hören kann. Ups, jetzt mache ich schon was. Mein Freund hat schon gesagt, er hätte gern das Teil, weil er liebt mechanische Tasten. So, jetzt muss ich mal wieder zurückgehen ins. Komme ich denn hier wieder zurück? So. Ja, also hat 6 mechanische Tasten und dann hier noch so einen kleinen Joystick, mit dem man durch. Stopp! Jetzt ging die Musik schon an. Ich muss gleich. Ich zeige euch gleich ja noch den Ton, aber ich muss Musik auswählen, wo meine Monetarisierung von YouTube nicht gefährdet wird. Deswegen muss ich mal gucken, was ich gleich abspiele. Aber ja, so könnt ihr eigentlich schon direkt eure Musik spielen lassen, wenn ihr das Handy verbunden habt. Und was noch Ja, wie kann, das gesagt, zeige primär ich euch. ist es ein Bluetooth-Lautsprecher, hat aber noch andere Funktionen. Ihr könnt erstmal hier einen anderen Bildschirm auswählen.
Kommt drauf an, was ihr mögt. Ihr könnt auch in der App andere Sachen auswählen. Genau, und dann gibt es hier das Menü. Dann hier das für Musik. Ihr könnt dann hier auswählen, ob Bluetooth oder die SD-Karte. Dann, ihr seht auch, die Tasten sind beleuchtet. Das könnt ihr auch ausschalten. Ich bin noch nicht so ganz familiär mit der Steuerung. Hier könnt ihr euer eigenes Pixelbild gestalten. Das werde ich aber nicht nutzen, da bin ich Auf nicht jeden Fall, so. hier Hier könnt ihr euer könnt eigenes ihr. Bild malen. Hier gibt es auch noch Funktionen mit verschiedenen Timer gibt es hier. Hier könnt ihr zum Beispiel die Dezibel-Lautstärke messen. Das können wir gerade machen. Hallo! Ihr seht hier. Hallo! Also ihr könnt ja die Dezibel messen, wie laut es im Raum ist. Und ja, was haben wir noch? Genau, also wie gesagt, hier gibt es Timer, Stoppuhr, Wecker. Kann man alles hier auswählen. Werde ich aber, glaube ich, nicht so oft benutzen. Und dann, ja genau, hier der Wecker. Man erkennt es auch so ein bisschen bei den Pixeln. Und das ist auch ein richtig cooles Feature. Und zwar, man kann hier spielen. Ihr habt ja alle möglichen Spiele, Tetris, dann, genau, das ist Tetris, dann gibt es hier Snake, das ist, glaube ich, Snake. Also alles so Spiele von früher, die genaue Anzahl die genauen Spiele kann ich euch gleich auch in der App zeigen. Aber wir testen erstmal hier Snake. Jetzt geht's, hier könnt ihr auch noch verschiedene. Ne, Start. So, jetzt mit einer Hand müssen wir mal gucken, ob das klappt. Aber ihr seht, man kann hier dann Snake spielen. Also wenn man unterwegs ist, im Urlaub, am Strand, mit Freunden, im Park oder so, kann man Musik spielen und dabei halt irgendwie alte Spiele spielen. Das finde ich echt cool und bin gar nicht so schlecht. Kennt ihr das noch von früher auf Nokia? Immer Snake gespielt, bis zum Umfallen. Das war jetzt aber knapp. Ja, also ihr kennt das, ihr seht das Prinzip. Ich fahre jetzt mal gegen die Wand. 14. Ja, also, und ich zeige euch jetzt den So, ich habe Sound. jetzt den Jungle Book Jive mir ausgesucht von meinem Handy. Ich hoffe, dass es kein Problem gibt bei YouTube. Ansonsten muss ich irgendwas anderes einspielen. Aber ich denke, soweit ich mich erinnere, ist der Jungle Book Jive nicht monetarisiert gefährdet. Und ja, ich drehe jetzt mal auf und zeige euch, wie der Sound ist. Also das ist jetzt die volle Lautstärke. Ich denke mal, das reicht, wo ich das ganze Lied jetzt gerade hören könnte, weil es immer so gute Laune macht. Genau, also ihr habt jetzt gesehen, der Ton ist wirklich klasse, voll aufgedreht. Man hört kein Rauschen, kein Kratzen bei den höheren Tönen. Man könnte auch jetzt hier die komplette Beleuchtung ausschalten von den Tasten. Und ich zeige euch jetzt auch Jetzt noch, hier was die die App offen, alles die kann. Woom-App. Und ihr seht, ihr könnt schon mal verschiedene Pixel auswählen. Ich habe jetzt hier diese laufenden Menace hier ausgewählt. Natürlich als Disney-Fan könnt ihr einfach, hier oben ist ein bisschen schwer, ich muss jetzt hier mal beide steuern, drei Geräte auf einmal. Ihr könnt jetzt hier einfach Disney eingeben. Und dann seht ihr hier alle möglichen Disney-Muster. Das Problem ist jetzt hier zum Beispiel bei Pluto. Ihr seht das gut auf meinem Handy, aber hier auf dem Ding, das hat zu wenige Pixel für das Bild. Es gibt andere Geräte von Divoom, die das besser widerspiegeln können. Jetzt kommt hier Mickey. Nee, wir wollen jetzt nichts bewerten. Ja, danke. Also hier, ihr seht das, hier sieht es schon besser aus. Das gefällt mir auch echt gut. Und ja, ihr habt hier alle möglichen Charaktere, könnt ihr euch aussuchen. Was könnten wir denn noch machen? Hier das. Ne? Das sieht auch ganz toll aus. Euer Kreativität ist keine Grenze gesetzt.
gebe ich hier schon Kreativität ein. Ich wollte mal noch Mario gucken. Hier habt ihr dann Super Mario, könnt ihr dann auch auswählen. Ja, ganz, ganz cool. Ihr könnt auch eure Spiele übers Handy steuern. Wenn ihr hier in der App auf die Spiele geht, dann seht ihr erstmal hier oben die ganzen Spiele, die ihr spielen könnt, auswählen. Dann könnt ihr einfach hier, was nehmen wir denn? Astro Battle? Ja. Dann machen wir hier Go und dann könnt ihr hier auch übers Telefon steuern, wenn euch die Steuerung auf dem Gerät zu umständlich ist oder so. Ne? Ihr seht, das funktioniert auch, aber das machen wir jetzt mal hier weg. Dann könnt ihr euch auch Alarme einstellen, also Wecker, intelligenter Weckruf könnt ihr euch einstellen. Dann könnt ihr hier ein eigenes Lied euch, ne, hier selbst komponieren. Genau, jetzt ist mir das Wort wieder eingefallen. Hier könnt ihr. Ich bin jetzt nicht so musikalisch. Alle meine Enchen, die ich bestellen kann. Also, man kann sich sehr viel mit diesem Ding beschäftigen. Dann natürlich dieses Pixar-Coloring. Könnt ihr euch ein eigenes Bild malen. Ein Terminplaner könnt ihr euch einstellen und dann ja, wird das Gerät euch dann erinnern. Für Baby, für Kinder, für euch selbst. Habe jetzt noch nichts eingestellt. Ihr könnt ja auch Radiosender euch aussuchen. Gehen wir mal auf Antenne Bayern. Ihr seht, es gibt ganz, ganz viele Optionen hier. Hier gibt es auch noch mehr. Also viel mehr als auf dem Gerät selbst. Das kann man hier noch in der App auswählen. Eurer Kreativität ist hier keine Grenzen gesetzt. Es gibt auch Notifications, also Benachrichtigungen, WhatsApp. Kann man hier alles auswählen, was euch das Gerät anzeigt. WhatsApp, Instagram. Hier seht ihr, ist alles voreingestellt. Das habe ich mir noch nicht alles eingestellt. Aber hier verpasster Anruf, eingehender Anruf. Ihr könnt auch darüber telefonieren. Hat auch ein eingebautes Mikro. Also ein wirklich ganz, ganz cooles Teil. Schaut gerne mal auf der Website vorbei, ob das auch für euch was wäre. Gibt es auch bei Amazon, soweit ich das gesehen habe. Ich packe euch gerne unten auch einen Link in die Infobox. Und ja, vielleicht ist das ja auch was für euch. Und jetzt wird es Zeit für meine Roomtour hier in meiner neuen Wohnung. Wie gesagt, ich wohne in keinem Möbelhaus. Hier und da werdet ihr noch einen Staubkorn finden oder das, was irgendwo rumliegt, aber es gehört irgendwie dazu, dass man auch irgendwie was rumliegen lassen kann. Ich könnte jetzt auch alles irgendwo reinstopfen, aber ich bin ja authentisch und ja, zeige euch jetzt, wie meine Wohnung aussieht. Machen wir das so wie beim letzten Mal, wo ich euch die Wohnung komplett leer gezeigt habe. Ich fange an bei der Eingangstür und wenn man reinkommt in meine Wohnung, seht ihr das. Also, meine Kommode, da habe ich auch vor, irgendwann das Disney-Lego-Schloss hinzustellen, wenn ich es mal aufgebaut habe. Ich nehme es mir vor, also an Ostern anzufangen und dann mal gucken, wie lange ich brauche. Dann wird das Bild auch wahrscheinlich höher hängen müssen. Aber erstmal sieht es so aus. Das lese ich übrigens gerade. Ich hab ja die Netflix-Serie durchgesuchtet und jetzt lese ich mal die Bücher dazu. Ja, also es ist hier noch ein bisschen, das habe ich mal auf Mauritius gekauft, das finde ich ganz süß. Trockenblumen. Und ja, hier zur Rechten haben wir erstmal meine Schüssel. Dann, da gehe ich jetzt nicht rein, das ist meine Absteckkammer, Vorratskammer. Hier seht ihr ein schönes Bild von Walt, das habe ich mal damals auf der AIDA geschenkt bekommen von einer ganz lieben Freundin. Das ist von einem Künstler. Und hier sagt Walt, who says we have to grow up? Ein ganz, ganz schönes Bild von Walt. Dann hier, ja, Gästetoilette, ist auch nicht so spannend. Hier habe ich einige Ohren aufgehangen. Eigentlich war mein Plan, meine Ohren da rundherum mal aufzuhängen. Aber alle Leute, die hier waren, haben gesagt, nee, das macht den Raum kleiner, das sieht nach nichts aus. Deswegen. Die Minnie Mouse Man Attraction Collection hängt hier und einige andere besondere Ohren, die ihr vielleicht auch kennt von meinen Stories oder von meinen Bildern. Ja,
Also, ich habe auch eine Frage bekommen, wie ich meine Ohren aufhänge. Mit einem Nagel, einfach einen Nagel in die Wand hauen. Ne? Und dann das Ohr dran. Ja, kurz ins Badezimmer, ist jetzt nicht so spektakulär. Ist halt ein Badezimmer. Hier habe ich mir so einen Waschmaschinenschrank bei IKEA gekauft. Da passt auch ganz viel rein, weil ich finde, so eine Waschmaschine ist echt hässlich, so, wenn sie da steht. Ansonsten eigentlich steht da oben die Orchidee auf der Fensterbank neben der anderen, aber die hat zurzeit Läuse. Wurde bearbeitet, aber ich möchte nicht, dass die sich auf die anderen Blumen hier ausbreiten. Deswegen steht jetzt hier die andere Blume, die steht normalerweise oben. Ich liebe mir ja meine Orchideen, die sind echt so schön. Ich liebe ja eh Pflanzen, aber die wachsen dann immer irgendwann krumm und schief. Ihr seht hier, ich habe jetzt hier gerade so eine Beauty-Kur drin für Orchideen. Das gönne ich denen manchmal. Und hier seht ihr, kommen schon neue Wurzeln raus. Also alles wächst und gedeiht. Hier ist auch noch ein Blümchen. Ich könnte meine ganze Wohnung voll Blumen stellen. Gehen wir weiter im Programm hier im Flur. Jetzt ist es jetzt hier nicht so spektakulär. Schuhe, Jacken. Da muss ich auch mal ein paar weghängen. Es wird ja wärmer. Dann den Teppich habt ihr auch schon gesehen. Ich liebe den. Der ist so flauschig. Ich habe denselben nochmal in Grau im Wohnzimmer liegen. Ja, mein Ankleidezimmer. Ihr seht, es ist nicht perfekt. Hier steht nochmal eine Softbox, weil ich gestern einige Reels aufgenommen habe. Aber ihr habt das Ankleidezimmer ja schon gesehen in einem meiner anderen Videos. Das kann ich auch gerne nochmal bei dem i verlinken. Viel hat sich nicht getan. Ohren, Schminktisch. Da liegen noch die Sachen für den Märzhall. Da habe ich auch noch keine richtige Lösung gefunden, wie ich die drapiere. Oder wo ich die lager bis zum Hall. Ja, aber die Ecke finde ich ganz toll. Mit den Schlössern und so. Sind übrigens die einzigen Funkos, die ich noch habe. Und ich glaube, ja, hier. Den habe ich noch. Und die habe ich noch. Ja, und Schön und das Biest. Aber sonst habe ich fast alle meine Funkos verkauft. Genau. Ja, das Wohnzimmer mache ich zum Schluss. Das ist nämlich mein Prachtstück. Ja, hier haben wir einen Spiegel. Da mache ich immer die. Da zeige ich euch mal meine Outfits. Mein heutiges Outfit ist grandios. Aber es ist Sonntag. Verzeiht es mir. Auf der anderen Seite ist auch eine sehr, sehr schön drapierte Kommode, finde ich. Bin ich auch sehr stolz drauf. Ja, ist halt eine Kommode. Aber hier habe ich das Disneyland-Buch. Dann habe ich hier den Funko mit Walt Disney. Arschteuer, aber bin sehr happy, es zu haben. Meine Scentsy-Kutschenlampe, damit sie immer gut duftet, wenn jemand zu Besuch kommt. Hier noch ein bisschen Trockenblume und das Make-A-Wish-Bild, was ich letztes Jahr geschenkt bekommen habe. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Mit der Personalisierung und dem Make-A-Wish-Stern, also ein ganz, ganz besonderes Bild. Und da ist noch, das sieht man jetzt nicht wegen der Spiegelung, noch ein Schlossbild. Das habe ich auch mal gemacht lassen bei Mappyful. Das sieht man jetzt nicht wegen der Spiegelung. Kriege ich das irgendwie aufgefangen? Nee. Doch jetzt. Ihr seht, da ist ein Quote. Was heißt denn jetzt auf Deutsch? Ein Zitat. Ein Zitat hinterlegt. Und zwar: Laughter is timeless, imagination has no age, dreams are forever. Das hat ja auch Walt Disney gesagt. Und das habe ich. Das konnte ich mir selbst zusammenstellen, das Bild. Das ist auch mein Bild von dem Schloss und das ist echt ganz hübsch. Achso, bevor wir ins Schlafzimmer kommen, Pflänzchen, wie gesagt, Pflanzen überall. Und dann habe ich hier meine Run Disney Medaillen aufgehangen mit einigen Bildern von Run Disney. Das sind alles Bilder vom ersten Lauf, den ich gemacht habe. Ja, bin ich sehr, sehr stolz drauf. Also auf diese. Die Aufhängung, die ist mega und auch auf jede Medaille bin ich sehr stolz drauf. Ich liebe sie alle. Ich bin so traurig, dass wir jetzt 2 Jahre in Folge kein Run Disney stattfand. Ich hoffe, dass es 2022 stattfindet und das 5. Jubiläum im Disneyland Paris auch stattfindet, weil ja, ich hasse Joggen, ne, aber. Für das Event zu trainieren, macht immer sehr viel Spaß und auch an dem Event teilzunehmen. Ja, allein für diese tollen Medaillen und allein dieses Erlebnis, es ist wirklich immer
Ein Traum. Deswegen hängen sie hier. Ja, Schlafzimmer. Wie gesagt, es ist nicht perfekt. Da hinten seht ihr so Kisten. Das sind auch Sachen, die ich verkaufe, bei Vinted eingestellt habe. Ansonsten, ja, Bett, Butterbild, da hinten sind meine Schuhe. Hier habe ich so dekoriert. Fangen wir mal hier an. Ein Bild von meinem verstorbenen Hund Beauty, die ist ja letztes Jahr leider verstorben. Aber ja, ist immer in meinem Herzen und auch das Bild passt super mit ihrem Minimaus-Outfit und ihrer super, super langen Zunge. Das war immer auch so ihr Markenzeichen, dass ihre Zunge immer rausgestanden hat, weil die einfach sehr lang war. Dann, ja, die Bilder kennt ihr aus meinem Ankleidezimmer. Die waren immer bei mir im Hintergrund, bei meinen Hauls und bei meinen anderen Videos. Die habe ich jetzt hier hingehangen, weil die meine Freundin damals mir zum Einzug geschenkt hat. Haben natürlich auch ihren Platz bekommen. Ja, ein Schild, dann hier noch ein bisschen Kerzendeko, mein Steamboat Willy. Boot steht hier. Und da steht noch so eine Mickey-Lampe. Fernseher. Hier ist eigentlich meine Baby-Yoda-Ecke. Ist gerade auch ein bisschen zugestellt wegen meinem Luftbefeuchter. Den habe ich mir zugelegt für meine Pflanzen. Ihr seht auch hier ein Messer, Temperatur und auch Luftfeuchtigkeit. Das ist mir besonders wichtig. Zwischen die Luftfeuchtigkeit für die tropischen Pflanzen, die ich meistens habe, sollte bei zwischen 40 und 60% liegen. Deswegen habe ich mir auch diesen Luftbefeuchter gekauft, damit meine Pflanzen immer gut versorgt sind. Hier ist auch eine. Und ansonsten ist das meine Baby-Yoda-Ecke. Ich versuche das mal hier ein bisschen freizuschaufeln. Ja, also hier seht ihr alle meine Baby-Yodas, die ich habe. Oh, das Wasser. Es tropft. Es tropft. Ich stelle es mal wieder zurück. Ja, ansonsten Flencia. Hier mein Motto. Scheiß auf die Welt, ich gehe ins Disneyland. Würde ich sehr, sehr gerne, aber ist ja zurzeit nicht mehr möglich. Also zurzeit noch nicht möglich. Ansonsten hier Mickey Teelichthalter. Ja, Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Und ja, mein Bett ist jetzt nicht so spektakulär. Dann geht's weiter in die Küche. Die kennt ihr ja schon. Ich schwenk mal kurz durch. Verlinke ich euch gerne auch nochmal bei dem i, wo ich die Küche euch komplett Zeiger, hat sich nicht mehr viel geändert. Sieht aus wie vorher. Und dann kommen wir zum letzten Raum, meinem Wohnzimmer, wo ich wirklich sehr stolz drauf bin, was ich sehr schön finde. Der Stil des Wohnzimmers ist Urban Jungle. Und kurz zur Erklärung: Ab der Seite der Couch ist es so in Gold gehalten und in wärmeren Tönen. Und die Seite ist eher so in Grau und kühleren Tönen gehalten. Genau, ich zeige euch das jetzt aber. Hier ist meine Etagere, die ich gerade frühlingshaft dekoriert habe. Habe ich mir letztes Jahr zugelegt, auch schweineteuer gewesen. Ja, Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Hier ist auch eine Pflanze, die ist zurzeit noch mit Trauermücken befallen, deswegen die Gelbsticker und die erneuert sich auch gerade oder die erneuert gerade ihre Rinde. Deswegen sieht sie zurzeit nicht so gesund aus, aber ihr seht, oben kommen schon frische neue Blätter. Aber hier sieht man das gut. Die Blätter werden auch irgendwann abfallen. Und dann ist da die Rinde entstanden. Ja, ansonsten die Kommode. Es ist dieselbe wie im Flur. Mit Grün und Grau. Dann gibt es hier Monstera-Bilder. Die habe ich bei Lidl gekauft. Letztes Jahr in der Schweiz, als ich da war, bei meinem Freund. Dann mein Esstisch. Die Stühle sind noch aus der alten Wohnung, genauso wie der Tisch. Ist jetzt ein bisschen eine Kombi aus Kaltbeton, Optik und den goldenen Sachen. Aber die Stühle passen super zur Couch. Ist leider noch ein bisschen versteckt. Ich muss mir auch noch einen neuen Platz für die aussuchen. Hier sind meine sieben Zwerge von Jim Shaw von der Masterpiece Collection. Die habe ich bei Mickey & Co. gekauft. Das waren die, die kaputt waren. Normalerweise kostet die Figur 500 Euro. Aber da die durch den Versand, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele er halt insgesamt hatte, sehr gelitten haben und kaputt gegangen sind, hat er die dann für 100 Euro verkauft und die Hälfte sogar spendet er an die Deutsche Krebshilfe. Und ich zeige euch mal, was das Teil kann, wenn ich es jetzt finde. Hi-ho! Hi-ho!
Ansonsten, er hier war auch abgebrochen, hier die Spitzhacke war abgebrochen. Aber ich finde, wenn er hier so steht, dann sieht man das auch nicht. Und er ist wirklich wunderschön. Deswegen hier hinter der Gardine kommt er gar nicht so gut zur Geltung. Ich muss mir da mal was anderes überlegen. Aber erstmal stehen sie hier. Aber wirklich sehr schön. Hier so meine andere Sensi-Lampe mit Tinkerbell. Hier muss ich mal aufpassen. Oh, weil die Pflanze, die wächst in alle Richtungen, dass ich sie nicht kaputt mache. Aber ich liebe sie. Ich liebe meine Pflanzen. Ja, hier habe ich noch eine Bananenpflanze, noch mehr Pflanzen. Das sind keine echten, das sind die von Primark. Die kennt ihr auch aus meinem Ankleidezimmer im Hintergrund. Die Mickey-Büsche, die muss ich auch noch umtopfen. Deswegen bleibt das auch eigentlich nicht hier stehen. Ich habe auch schon Kakteenerde gekauft. Hier, das ist auch so ein geiles Teil. Das ist eine Rankpflanze und ich bin gefühlt jeden Tag dabei, hier diese Ranken wieder also abzuwickeln. Und die halt anders ranken zu lassen. Sonst renkt sie, also die war, als ich das noch nicht gekauft habe hier, war die hier sogar an der Gardine am Ranken, weil die keinen Platz hatte. Aber sie hat auch Blüten und so. Also ich liebe Pflanzen. Jedes Mal, wenn ich auch in den Gartencenter fahre, könnte ich Stunden verbringen und mir einfach Pflanzen angucken und am liebsten auch alle kaufen. Aber ich habe leider keinen Platz mehr. Ja, hier, das ist auch so eine Pflanze. Oh, die blüht gerade. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist die, also alle Pflanzen leben, aber das sieht man jetzt schlecht. Normalerweise, wenn es hell ist oder tagsüber, ist sie auf und nachts geht sie komplett zu. Also auch sehr faszinierend. Ja, und die kriegt jetzt eine Blüte. Habe ich noch gar nicht gesehen. Die Wand hat auch ein bisschen gelitten. Ich glaube, die braucht mehr Wasser, weil hier ist die Heizung und bei mir ist immer gefühlt Kernschmelze. Ja, Deko, Deko, Deko. Und das ist mein Homeoffice-Platz mit ein paar Disneyland-Erinnerungen. Hier die goldenen Regale, die habe ich ja letztes Jahr auch mal bei Lidl gekauft mit den Affen. Da habe ich jetzt neue Pflanzen gekauft, weil da die zwei Pflanzen sind mir abgestorben, weggestorben. Ja, das ist mein großer Raumtrenner hier. Meine Palme, die wächst ein bisschen schepp. Ihr seht das, ich muss die auch mal ein bisschen gerade ziehen und noch ein bisschen Erde. Eigentlich bräuchte ich ja auch einen anderen Topf. Irgendwann mal. Aber zurzeit nicht. Ja, Fernseher. Ihr seht immer meine Disneyland Paris Bilder laufen im Hintergrund. Normalerweise auch immer Musik, Disney Musik. Dann ist es nicht, der Herzschmerz nicht ganz so schlimm. Und dann die Ecke, die gefällt mir auch ganz gut mit meiner Monstera hier. Und ja, hier mit Mickey Etagere. Mickey Mini. Die ist auch noch eine Pflanze. Ah, die bekommt auch gerade Blüten. Die ist auch cool, weil die wächst aus einer Schnecke. Das heißt, wenn ich sie gieße, also wenn ich sie bewässern muss, dann muss ich sie mal rausholen, in eine Schale tun mit Wasser, dann saugt sie sich voll, dann lasse ich sie abtropfen und dann tue ich sie wieder rein ins Glas. Aber es ist auch cool, dass die jetzt da Blüten bekommt. Oh, ich bin ja so fasziniert von Pflanzen. Ja, das sind Kunstpflanzen hier an der Wand, aber passen ganz gut zur Optik. Das ist mein Lego-Blütenstrauß. Und ja, das ist meine kleine gemütliche Couch mit Disney-Kissen, Fantasia und hier habe ich noch ein Dumbo-Kissen. Das ist eigentlich ja ein Schlafzimmerkissen, ich weiß, aber ich muss sagen, ich habe es gern sehr bequem auf der Couch. Ja, das war meine kleine, aber feine Roomtour von meiner Wohnung hier. Achso, den Balkon habe ich euch noch nicht gezeigt. Fail, Moment. Balkon ist aber noch nicht fertig. Habe ich hier noch schon mal Fliegengitter dran gemacht. Also das ist mein Balkon, ich habe hier schon mal einen Tisch und meine Zitrone ist auch schon draußen, das ist eine Feige. Ansonsten will ich hier, die habe ich bei IKEA gekauft, noch Erdbeeren pflanzen. Die stehen auch schon bereit hier. Und die Blumenerde. Aber das muss ich alles noch machen, wenn es ein bisschen wärmer wird die nächsten Tage, werde ich auf jeden Fall noch meinen Balkon fertig machen, einpflanzen und ja, ein bisschen dekorieren. Ich habe auch einen Schirm gekauft und so, aber zurzeit ist es noch ein bisschen eklig, aber das zeige ich euch dann in einem anderen Vlog, wie es dann hier fertig aussieht. So, jetzt aber. Das war wirklich die komplette Roomtour. Ich habe noch eine Garage, aber die muss ich jetzt euch nicht zeigen. Und der Akku geht gleich leer von der Kamera. Also, wie gesagt, das war meine Roomtour. Schreibt, kommentiert mir gerne unten, was euch am besten gefällt. Wollt ihr vielleicht wissen, wo was ich wovon woher habe? Könnt ihr auch gerne unten kommentieren. Was gefällt euch gar nicht an meiner Wohnung? Könnt ihr gerne mal alles unten kommentieren. Ansonsten hoffe ich, euch hat der Vlog gefallen. Wenn er euch gefallen hat, wie immer,
lasst bitte ein Like da, ein Abonnement und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!